steht das? Ich guck nach links, ist da das Licht? Nein, also dann gehe ich in die andere Richtung. Hier rum, die Treppen hoch. Hier drum, hier rum und rein in den Aufzug, Leute. Moin Morino und damit herzlich willkommen zu diesem Video Tipps, wie ihr Roblox Doors zu 100% mit den Tipps und ein bisschen Feingefühl halt in euren Fingern auch durchspielen könnt. Das war jetzt auch, ich habe ein aufwendiges Video gemacht, viel geschnitten und es tut mir leid, dass auch nicht viel kam. Zusammen machen wir das heute mit Dominik. Und ja, deswegen reden wir nicht mehr lange. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bei 7 Likes machen wir ein Teil 2 für Floor 2. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video, viel Spaß beim Durchspielen. Abonniert! Und liked. Sick. Ja. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! Jo, Leute, und da sind wir auch schon drin in der Runde. Ja, moin! Ja! Und mein erster Tipp hier, ihr müsst euch hier nichts kaufen, um hier wirklich durchzuspielen. Ihr könnt machen, dann wird es einfacher, aber ihr müsst nicht. Das ist so mein erster Tipp. Und dann gehen wir jetzt hier mal los. Oh mein Gott, Leute, ich habe so lange kein Video mehr hochgeladen. Es tut mir leid. Und ja heute gibt es ein paar Tipps, wie ihr Doors auf jeden Fall durchspielen könnt. Ich hoffe, es gefällt euch hier mit bei uns. Ihr könnt in solchen Räumen auf jeden Fall immer gerne gucken, ob hier Loot drin ist, weil hier kann echt immer viel Gold drin. Nein, da sind Lockpick. Dafür könntet ihr euch vielleicht Lockpicks holen am Anfang, aber ihr müsst euch wirklich nichts kaufen. Ja, aber ich würde euch jetzt gucken, dass ihr ein bisschen lootet, dass ihr 300 Münzen habt für den Skelettschlüssel am Ende. Das heißt, looten ist schon wichtig. Ihr müsst aber jetzt nicht jeden Schrank looten. Ihr werdet schon noch genug Geld finden. Ich mache das immer. Aber die Türen hier sind richtig okay in solchen Säulen. Manchmal. Ja, und jetzt ist gar nichts drin. Deswegen sage ich auch manchmal, Leute, ich geh zum Beispiel zu den Schränken, die mir im Weg sind und gehe nicht so wie Dominik hier gerade. Einfach so am anderes Ende des Raumes und gehe dazu. Okay. Wenn hier was im Weg steht, wie zum Beispiel hier, dann gehe ich einmal vorbei und loote ein bisschen. Oder hier, ich möchte rein. Oder hier, wenn ihr geradeaus geht, dann guckt ihr hier einfach mal kurz rein. Und das, aber nichts zu sehen. Aber lasst euch nicht zu lange vom Looten auf jeden Fall aufhalten. Wir sind jetzt Tür 10. Komm dann hier. Und flackern, Leute. Das ist mein nächster Tipp. Jetzt könnt ihr euch einen Schrank suchen, aber geht nicht zu früh in den Schrank. Ihr hört ihn, ihr seht ihn. Und jetzt könnt ihr erst rein. Also, es kann sein, dass ihr dafür ein Gefühl entwickeln müsst. Ja, und ich möchte auch noch was... Aber ihr müsst nicht direkt, wenn es flackert, in den Schrank oder wenn ihr ihn hört. Erst wenn ihr hört, er ist schon ein bisschen nah, aber noch nicht ganz zu nah, dann erst in den Schrank. Und wenn ihr aus dem Schrank geht und dann wieder rein wollt, geht es nicht, weil... Doch, das geht in Floor 1. Also Leute, hier auf das Psst achten in dunklen Räumen. Das ist Screech und der will euch... nichts Gutes, das heißt, wenn ihr Psst hört, einmal umgucken und dann dieser schwarzen Kreatur von gerade, hier nochmal ein Foto, da einfach der Person, also dem komischen Teil da ins Gesicht gucken. Hoffentlich. Das sind schon mal die ersten Tipps, Leute. Und ihr seht, ich habe nicht allzu viel genug. Da, die Kerze, auf jeden Fall immer die Kerze mitnehmen. Die braucht ihr fürs Ende und die ist wichtig. Und die benutzt ihr auch bitte nicht. Weil es lohnt sich. Brauchst du ein Feuerzeug? Und wird euch den Schlüssel. Seht ihr das hier? Seht ihr das blaue Licht hier? Das. Und hört ihr das? Hört ihr dieses Glitzern? Das zeigt euch an, dass hier der Schlüssel ist. Aber das blaue Licht, das dauert ein bisschen, bis das kommt. Aber wenn ihr dieses Glitzern hört, dann bedeutet es immer, dass da irgendwas ist, ein Buch, ein Schlüssel, irgendwas, was ihr braucht auf jeden Fall. Die Frage ist, ist es blau oder? Das ist blau. Nee, du weißt, das ist oranges, lila. Nein! 20?
Achtung. Okay. Oh mein Gott. Ja, Screech. Bei mir war gerade Screech, ja. Wir hatten noch kein Dupe bis jetzt. Die Münzen. Wenn Dupe kommt, auf jeden Fall, Leute. Nächster Tipp. Achtet, wenn ihr durchgeht, sagt euch immer 22. Also wir sind jetzt mit die 22, 23. Es flackert. Nochmal zu dem Rush-Tipp. Ihr hört? Deswegen ist es wichtig. Ich empfehle euch mitkommen. Ihr hört? Ihr hört ihn? Und jetzt rein. Ich hoffe, ihr versteht das. Deswegen empfehle ich euch auch einfach, Doors mit Kopfhörern zu spielen. Es steht eh auf 21. Ja, das steht dran, aber ihr wisst warum. Vielleicht nicht genau. Die 27 ist nicht. Seht ihr, ich bin gerade durchgegangen, hab mir 25 gesagt und dann merke ich mir direkt, dass es als nächstes die 26 kommt. Weil wenn ich jetzt hier 27 und wenn ich dann sehe, es gibt mehrere Türen, dann weiß ich direkt, ich muss in die 28. Also immer die Türen merken. So braucht ihr echt keine Angst haben vor dir. 29 kommt als nächstes. Es wäre jetzt sehr gut, wenn wir das so spielen, da können wir richtig viele Tipps aufzählen. Ja. Aber das sollten wir schaffen. Hier auch mal gucken, ob ihr den Schlüssel findet. Zum Beispiel hier. Ist hier der Schlüssel drin? Ihr könnt auch hier an die Schublade hingehen. Und wenn ihr hört, hier ist nichts, dann ist hier nicht der Schlüssel drin. Dann muss es eigentlich hier drin sein. Und? Hier ist der Schlüssel. Schön. Also, 30. Was ist das denn für eine Verpackung? Oh mein Gott. 31. Und hier merke ich jetzt, sie könnten... Guckt mal. Ich habe jetzt hier 31 gesagt. Und hier sind jetzt mehrere Türen. Das heißt, weil ich 31 habe, weiß ich, dass es in die 32 geht. Die 34 ist es nicht. Und die 31 ist es auch nicht. Und also hier ist die 30 und hier ist die 32. Also müssen wir die 32. Ja. Und es flackert. Nochmal zum Rush-Tipp. Ihr hört. Ihr hört ihn. Und jetzt rein, weil ihr merkt, er ist im vorletzten Raum. Und dann reingehen. Denn Hype könnte euch echt Probleme machen. Ist es dann Sieg. Seht ihr das? Es hat nur ganz leicht geflackert. Das bedeutet, es ist nur Sieg. Jetzt kommt die Sieg-Chase, Leute. Da versuche ich euch jetzt auch mal ein paar Tipps zu geben. Was aber jetzt auf so. Adrenalin? Also, habt keine Angst vor Sieg. Auf jeden Fall. Er möchte euch nichts tun. Doch. Leute, dass das gemein ist, das wissen wir. Aber Leute, ihr müsst einfach auf das Guiding Light achten. Und jetzt gucke ich nach links, aber geh nach rechts. Weil dann ist es entweder da oder geradeaus. Boah, der Tipp ist echt schwer. Ich versuche euch das vielleicht nochmal im Nachhinein zu erklären. Dann hier rum und dann habt ihr es. Ja. Eigentlich ganz leicht. Ich versuche es euch im Nachhinein nochmal vielleicht zu erklären. So. Genau. 47. Und dann sind wir jetzt auch schon gleich bei der Bibliothek. Bis dahin. Bis gleich. Yo, Leute. Hier ist immer ein Wecker. Hier könnt ihr immer looten. Hier ist immer ein Feld mit mindestens 50 Gold. Ich benutze meistens den Wecker nicht. Den Wecker benutzt ihr bitte nicht wirklich. Also ich nehme ihn mit, aber da sind echt schon Unfälle passiert. Ist sehr nervig. Also Leute, und jetzt, ich weiß, dass hier viele bestimmt sneaken. Immer direkt runter sneaken und dann gucken, wo er lang geht. Und hören, ob ihr dieses Glitzern hört, was ich meine. Das hier. Und guckt, ob hier ein Buch... Dieses Glitzern und ob hier ein Buch raussteht. Hier ist es der Fall, also könnt ihr hier das Buch rausnehmen. Und weil Finger jetzt hier lang ist, könnt ihr hier lang gehen. Seht ihr, ich sehe hier, da ist ein Buch, deswegen nehme ich es. Hier ist noch ein Buch. Ich höre es glitzern, also nehme ich das Buch, gucke ich, wo das Buch ist, oder nehme ich es mir. Hier ist kein Buch, ich sehe das. Ich muss da nicht immer hingehen, um es zu hören. Dann holt ihr euch hier den Zettel. Hier ist noch ein zweiter Wecker. Also und Leute, ihr könnt euch im Notfall auch im Schrank verstecken. Es gibt kein Minigame mehr.
Da könnt ihr euch einfach verstecken. Aber es ist jetzt, auch echt blöd. Jetzt warten wir kurz, wohin er geht. Wenn er dahin geht, dann gucken wir. Okay, wo geht er jetzt hin? Er geht da rein. Da müssen wir aber noch gucken. Und merkt euch, wo ihr schon wart. Auf jeden Fall, das ist wichtig. Okay, jetzt gucke ich, wohin er geht. Wenn er zu mir geht, dann gehe ich in den Schrank. Wenn er zu mir hingeht, dann gehe ich in den Schrank. Und zwar, Leute, wenn er jetzt hochgeht, dann habe ich hier genug die Zeit, nach da zu gucken. Geht er hoch? Ja. Denn wenn er runter geht, dann geht er immer hier lang. Okay, hier ist ein Buch. Ich höre und gucke. Ich kann leider nicht so viel sagen. Ich höre und gucke. Ich höre nichts und ich sehe nichts. Seht ihr, er geht jetzt nach da. Also können wir jetzt hochlaufen. Hier sehe ich schon ein Buch. Die Bücher, die leuchten auch immer ein bisschen. Das heißt, ihr erkennt die eigentlich relativ gut. Und wenn man sich zum Beispiel versteckt und irgendjemand das für dich macht. Also müsste hier das letzte Buch sein. Hier ist es. Also Dominik, komm mal hoch. Automatisch, glaube ich. Und zwar, Leute, erkennt... Ne? Ja. Nein, er kommt. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Und Leute, ihr erkennt immer, dass ihr genug Bücher habt hier an der Seite. Es müssen immer 8 Bücher sein. Also 8 Ziffern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das bedeutet, ja, wir haben alle Bücher. Aber wenn ihr auch... Und jetzt warte mal kurz, bitte. Und jetzt, Leute, gucken wir hier. Wo die erste Ziffer ist das Viereck. Wo ist das Viereck an der Seite? Hier. Und das ist die 6. Also ist es 6. Dann als zweites haben wir den Stern. Der Stern ist die 5, also haben wir schon mal 6, 5. Dann das nächste ist das X, also haben wir 6, 5, 0. Dann haben wir 6, 5, 0, 7. Und dann haben wir 6, 5, 7, 6, 6, 5, 0, 7, 1. 6, 5, 0, 7, 1. Ich warte jetzt noch auf Dominik. Und eigentlich schon, dann könnt ihr hier einfach nur noch auf Bestätigen klicken und dann könnt ihr schon raus. Und dann habt ihr die Bibliothek eigentlich schon. Dann seid ihr hier bei Jeff, habt genug Coins, am besten für den Skelettschlüssel. Holt euch den, der ist wichtig. Kruzifix könnt ihr euch bei Bedarf holen. Aber ich würde es euch nicht empfehlen. Ich wollte mir noch ein Ding. Können wir hier Jeff noch ein bisschen donaten? Ich bin Leute. Natürlich, er hat jetzt ein bisschen donated hier, El Goblino. So Leute, und dann geht's auch schon weiter. 53. So. Jetzt passiert eigentlich... Ihr seht es wieder flackern. Geh dahin zu dem Schrank, ich nehme den. Rush. Wenn er nach so vielen Sekunden nicht kommt, dann war es ein Fake-Flackern. Dann können wir weitergehen. Okay, beim Keller. Hier ist ein Keller. Hier auch. Ja, ich gucke immer hier lang. Also Leute, zum Keller mal. Ich gucke immer hier. Ich komme rein, guck, ob hier einer ist. Lauf dann nach da. Guck, ob hier der Hebel ist. Wenn ich ihn hier sehe, gehe ich da lang. Wenn ich ihn dann nicht sehe, gucke ich hier, ob er hier ist. Dann sehe ich automatisch hier, ob er hier ist und ich durch den Schacht gehen muss oder nicht. Ich gehe immer straight zum Schacht. Echt? Das würde ich dir nicht empfehlen. Also Leute, auch Dominik kann noch was lernen. Dann sehen wir uns gleich mal wieder, wenn wieder was Spannendes passiert. Und Leute, so, nächster Tipp. Das könnt ihr machen, wenn ihr euch mal eine Tür nicht gemerkt habt. Dann ist es jetzt hier kein Grund, zu raten. Sondern, dann geht ihr einfach, also mit Schloss könnt ihr ganz nah an die Tür ran. Und hören. Ob ihr es grummeln hört? Oder nicht? Nee, ich höre da nichts. Und dann guck. Und, komm mal noch kurz zur anderen Tür. Hier wäre jetzt die Fake-Tür. Oh. Da geht ihr am besten, wenn da kein Schloss dran ist, geht ihr hier hin und hört. Sei mal kurz leise, bitte.
Hört ihr das? Und wenn ihr euch wirklich nicht sicher seid, ob ihr was hört oder nicht, dann könnt ihr einfach sneaken. Hier so gegen die Wand. Seht ihr das? Da ist das Void und da ist der Dupe-Raum. Das heißt, ihr seht es eigentlich, ob es da weiter... Guckt mal, wenn ihr hier hingeht, hier ist ein... Dann seht ihr nämlich überhaupt nichts, weil da der Raum ist. Dominik, kommst du? Ja, mein Roblox ist abgestürzt. Ach, chillig. Also, dann müssen wir ohne Dominik weitermachen. So Leute, wir sind jetzt hier bei dem Krankenhaus. Das seht ihr einfach, wenn hier ein paar Betten stehen und hier dieses Kreuz über der nächsten Tür ist. Da könnt ihr einfach mal hier lang gehen. Dann habt ihr hier eine Chest, wo ein bisschen Gold drin ist. Nehmt das Gold mit. Es wird in Nobs umgewandelt, also in das, was ihr da oben seht. Das da. Und hier werdet ihr also das könnt ihr halt für den Aufzug benutzen. Und deswegen habe ich gesagt, kauft euch den Skelettschlüssel. Weil jetzt könnt ihr hier rein. In dem Raum. Holt euch hier einmal diese Heal-Pflanze. Hier ist nochmal viel Geld drin. Holt euch diese Heal-Pflanze. Und jetzt werdet ihr durch jede Tür, die ihr geht, gehealt. Und das ist ganz praktisch. Genau. So. Dann ist jetzt auch gleich schon die Seek Chase. Seht ihr da die Augen? Merkt ihr, es hat nur leicht geflackert. Das bedeutet, es ist kein Lush. Zum Beispiel diese. Jetzt haben mal alle geflackert. Deswegen warte ich hier mal zur Sicherheit. Er kommt. Seht ihr? Habt ihr den Unterschied gemerkt? Das war jetzt ein sehr gutes Beispiel. Weil, jemand klopft da. Wo? Bei meiner Tür, weil ich allein zu Hause bin. Das ist crazy. Und laufen. Hier muss man nicht sneaken, aber dafür muss man sich öfter entscheiden, wohin man geht. Also Leute. Hier durch gucken, da ist nichts. Also andere Richtung. Denn es ist entweder, seht ihr, da ist es nicht. Also ist es entweder geradeaus oder in der anderen Richtung. Hier ist es nicht, also muss es hier sein oder geradeaus. Da ist es nicht, also muss es hier sein oder geradeaus. Da ist es nicht, also ist es hier oder geradeaus. Da ist es, jetzt ist es da, also laufe ich nach da. Und hier einfach, hier vorbei. Und dann habt ihr die zweite Seed-Chase auch schon. Jetzt kommt Halt-Shit. Halt ist ganz einfach. Einfach geradeaus. Jetzt umdrehen. Habt ihr den Screen gerade gesehen? Geradeaus. Immer wenn sich der Screen wechselt, einfach in die andere Richtung. Jetzt zum Beispiel rückwärts. Wieder geradeaus. Immer wenn sich der Screen so Dings das macht, dann einfach in die andere Richtung. Jetzt zum Beispiel wieder geradeaus. Und jetzt schafft ihr es zu der Tür, auf jeden Fall. So. Bei welchem Baum bist du denn? 83. Schön. 89, Leute. Da sind wir jetzt hier im Greenhouse. Schön. Und guckt mal, ob ihr so einen ganz schmalen Schrank immer seht. Da müsst ihr einfach aufmachen. Und dann ist hier die Gartenschere drin. Und diese Gartenschere könnt ihr hier benutzen, um jetzt hier einmal lang zu gehen. Ja. Um dann hier, passt auf die Snares auf, um hier reinzugehen. Passt aber auch hier auf die Snares auf, denn die sind hier echt dick. Ach, da kommt man ja nicht vorbei. Denn hier ist immer ein bisschen Geld drin. Und Leute, Greenhouse. Schön. Da
da gebe ich euch jetzt einfach mal Tipps, okay? Wir haben jetzt hier erstmal 90. Ihr guckt 90. Geht einmal weiter. 91. Guckt schon mal, wo ist die nächste Tür da? Geht zu dem Schrank und guckt, ob Rush kommt. Hört. Hört. Hören. Hören. Und weitergehen. An den Schrank gehen. Hören. Auf Screech aufpassen. Hören. Er kommt rein, also. Ihr müsst hier echt hören. Weil hier kann es nicht flackern, wenn Rush kommt. 93. Schrank. Hören. Hören. Weiter. Immer nach einer gewissen Zeit einfach weitergehen. Nein, 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 nein. Schrank und hören. Rein. Ihr hört ihn, also rein. Weiter. 96. Auf Eis aufpassen. 97. Eis. Schrank. Hören. Kommt nicht, also weiter. 98. 99 und jetzt kann er nicht mehr kommen. Aber ich warte trotzdem noch mal kurz. Aber er kann jetzt eigentlich nicht mehr kommen. Deswegen gehen wir jetzt weiter zu Tür 100. Und da gibt es jetzt auch noch mal ein paar Tipps. Dann könnt ihr hier schon mal aufschließen. Hier schon mal aufmachen. Und dann, Leute, betätigt ihr hier einfach den Hebel. Dann seht ihr ihn. Lasst euch nicht nervös machen. Lasst euch nicht von ihm nervös machen. Ihr lauft weg. Und dann gehe ich immer hier rein. Ich gehe immer hier rein. Gucke, ob hier Sicherungen sind. Hier ist eine. Und ihr hört. Ihr hört, ob ihr sie hört. Ich höre sie, das weiß ich. Sie ist da. Ich zeige euch außerdem noch Safe Spots. Gehe ich hier einmal lang. Gucke ich hier. Hier ist eine. Dann gehe ich hier in den Lagerraum. Guck, höre. Ich höre die Sicherung. Also nehme ich sie. Hier höre ich was. Also nehme ich. Und jetzt warte ich kurz, wo er geht. Hier in der Ecke, wenn ihr ihn nicht getriggert habt, seid ihr hier in der Ecke safe. Da wird er nicht hinkommen. Das verspreche ich euch. Wenn ihr ihn nicht getriggert habt, wird er hier in die Ecke nicht kommen. So, Leute. Dominik, bist du noch da? Ja, ja. Und jetzt, Leute, zeige ich euch, was ich meine mit unbedingt Kerze mitnehmen. Denn jetzt könnt ihr im Ende hier einfach runterlaufen, zum geheimen Rift gehen. Das Feuerzeug bräunlich, deswegen kommt da jetzt dieses coole, ich zeig's euch mal, diese coole Guiding Light Kerze raus und ihr bekommt ein Achievement. So, und jetzt, so Leute, hier oben ist jetzt keine Sicherung. Dominik, hörst du mich? Doch, hier ist eine, Leute. Dominik? Ja? Okay, er hört mich sehr gut. Kann ich endlich Push-to-Talk ausmachen? So, Leute. Dann gucken wir jetzt mal. Figure ist da.
Das bedeutet, wir können jetzt hier lang gehen. Ich höre ihn, er ist da, deswegen gehe ich hier in den Schrank rein. Warte, wohin geht er? Ich höre, hinter mir sind ganz viele Batterie, Sicherungen. Er geht weg. Und dann direkt wieder sneaken. Kommt er? Nee, ich glaube nicht. Und dann könnt ihr hier reingehen. Oh mein Gott, hier sind viele. Ich glaube, hier sind alle letzten. Und wenn ihr genau so lauft wie ich, dann werdet ihr auch alle Sicherungen finden. Ja. So. Jetzt gucken wir mal. Figger ist da. Ich höre ihn. Kommt er? Nein. Ich glaube nicht. Also können wir hier weitergehen. Kommt er? Ja, er kommt. Also gehen wir hier in die Ecke. Dreht er um? Nee, also können wir jetzt hier lang. Dann geht er hier. Macht die ganzen Sicherungen rein. Und jetzt kommt die Cutscene. Und dann könnt ihr erstmal durchatmen. Sagen wir es so. Ihr könnt durchatmen. Und dann könnt ihr hier das Minigame machen. Ihr guckt hier oben, welche Zahlen hier an sind. 6 an. 3 an. 2 an. Und das war's. Dann haben wir das erste. Als nächstes wird es ein bisschen schneller. Also gucken. 2 an. 3 an. 9 an. 6 an. 5 an. Haben wir zweites. Wenn ihr da nicht so schnell seid, kein Ding. Ihr habt da keinen Zeitdruck. Ihr habt da kein Limit. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. 5, 3, 2, 8, 10, 7 ist noch an. So, Leute, dann haben wir es auch hier. Ihr habt es dann auch. Dann geht's hier. Und jetzt dürft ihr nicht gucken. Weil jetzt ist es da. Einmal umdrehen, hier raus. Hier rum. Die Treppen hoch. Hier drum. Hier rum. Und rein in den Aufzug, Leute. Und dann habt ihr auch schon Doors durchgespielt, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen von diesen Tipps und Tricks Videos. Und ich hoffe, ich habe es nicht zu kacke erklärt. Und ich hoffe, dass ihr so auch Doors durchspielen könnt, Leute. Das war's ja von meiner Seite. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, mit 7 Likes kommt der Teil 2 zu Floor 2. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, ciao, war's das. Au. Ciao mit V. Oh mein Gott. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss.